Liebe Freunde der Gemeinde Gadewitz, liebe Kollegen, verehrte Gäste, im Namen des Badenbetriebes Energieverteilung Radebeul, Betriebsstelle Döbeln und im Namen der Betriebsparteiorganisation begrüße ich Sie und heiße Sie herzlichst willkommen. Eine denkwürdige Ursache hat uns zu dieser Feierstunde zusammengeführt. Lassen Sie es mich mit den kurzen Worten ausdrücken. Wasser für Gadewitz. Während im Westen unserer deutschen Heimat wertvolles Ackerland für Exerzierplätze, Manövergelände, Flugplätze und dergleichen mehr eingeebnet wird, während ein Adenauer versucht, unsere gemeinsame Heimat einer sogenannten europäischen Verteidigungsgemeinschaft auszuliefern, können wir dank der großzügigen Hilfe unserer Regierung mit Unterstützung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands dieses wahrhaft patriotische Werk beginnen. Und ich bin stolz darauf, dass ich als Arbeiter diese Worte zu Ihnen sprechen darf. Meine Kollegen werden im weiteren Verlauf näher darauf eingehen. Friedrich Engels sagte einmal, die Eroberung der politischen Macht durch die Sozialistische Partei ist in absehbare Nähe gerückt. Um aber die politische Macht zu erobern, muss diese Partei vorher von der Stadt aufs Land gehen, muss eine Macht werden auf dem Land. Meine lieben Freunde, die Bodenreform gab uns dazu die Möglichkeit, diesen Gedanken zu verwirklichen. Denken wir immer an unseren Leitspruch. Stadt und Land, Hand in Hand. In diesem Sinne erkläre ich unsere Feierstunde für eröffnet. Es spricht jetzt zu Ihnen der Kollege Lorenz von der Energieverteilung Radebeul, Betriebsstelle Döbeln. Werte Anwesende, liebe Freunde, in Erkenntnis, dass die Wasserversorgung unserer LBG Gadewitz eine äußerst schlechte ist, habt ihr euch, liebe Kollegen von der Energieverteilung Radebeul, Betriebsstelle Döbeln, im Freundschaftsvertrag verpflichtet, der LBG vor Einbruch des Winters Wasser zu bringen, um die jetzt bestehenden Schwierigkeiten zu beheben. Die Parteileitung der Betriebsstelle Döbeln hat die verantwortlichen Kollegen dafür eingesetzt und die nun nötigen Verwaltungsarbeiten und Aufgaben zu bearbeiten. Wenn auch die Verwaltung und Regierungsstellen unseren Plan, hier an dieser Stelle anzuschließen und der LBG Wasser zu bringen, nicht einsehen konnte, so hat es unser Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei erkannt und uns die nötige Unterstützung gegeben. Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hat uns weiter den Weg gezeigt, den wir gehen mussten, um heute hier stehen zu können, um uns einsetzen zu können, um unser LBG das nötige Wasser zu bringen und damit unsere Volkswirtschaft weiter zu fördern. Wenn wir heute hier stehen, um den ersten Spatenstich zu vollbringen, liebe Kollegen vom Badenbetrieb, haltet euch vor Augen, dass vor uns ein großes Stück Arbeit liegt. Und so wie wir heute und damals bereits uns verpflichtet haben, so soll es bis zur Beendigung unseres Vorhabens bleiben. An dieser Stelle möchte ich nicht versäumen, zunächst den Kollegen meinen Dank auszusprechen, die sich solidarisch erklärten, mit uns gemeinsam diese Arbeiten zu beenden.
Es ist dies unsere die Kollegen unserer Außenstelle Roßwein und die Kollegen vom Wasserwerk Döbeln. Weiter haben sich die Kollegen von der Kreisratsverwaltung ebenfalls erklärt, uns zu helfen. Sollte ich hierbei einen vergessen haben, die sich weiter hier bereit erklärt haben, mitzugraben, bitte ich dies zu entschuldigen. Im Großen und Ganzen aber sei an dieser Stelle der Dank für alle ausgesprochen, die sich in puncto Vorarbeiten tatkräftig eingesetzt haben. Das Wort hat der Kollege Drobisch von der Kreisleitung Döbeln. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe werktätige Bauern, liebe Einwohner. Der Generalsekretär Walter Ulbricht brachte auf dem 4. Parteitag zum Ausdruck, dass sich das Bündnis zwischen der Arbeiterklasse und den werktätigen Bauern wesentlich gefestigt hat. Es hat sich eine untrennbare Verbundenheit zwischen den Arbeitern und werktätigen Bauern gebildet. Diese Verbundenheit kommt zum Ausdruck in der Bauernschaft, in der Industriearbeiter, über die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und Gemeinden. Der abgeschlossene Freundschaftsvertrag von der Belegschaft der Energieverwaltung mit der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft Gradewitz ist ein Zeichen dafür, dass die Betriebsgruppe der Energieverteilung die Ziele und Politik unserer Partei sowie der Regierung erkannt haben und die Arbeiter ihres Betriebes damit vertraut gemacht haben. Das im Badenschaftsvertrag im Angriff genommene Objekt, die LBG, sowie die Gemeinde Gradewitz mit Wasser zu versorgen, zeigen unter anderem die Arbeiter der Energieverteilung eine rege Interesse und Anteilnahme. Der heutige Einsatz mit ca. 50, 60 oder noch mehr Arbeitern auf freiwilliger Basis bekräftigt das. Es ist mir eine besondere Freude, euch hier, ihr Arbeiter, ihr werktätigen Bauern, für euer in Angriff genommenes Objekt zu beglückwünschen, mit dem Hoffen, dass es recht schnell beendet sein wird, womit ihr dazu beitragt, den werktätigen Bauern und damit allen anderen Einwohnern der Gemeinde Gradewitz das Leben zu verbessern. Die werktätigen Bauern werden euch, ihr lieben Arbeiter, für euer geschaffenes Werk in ständiger Erinnerung halten. Und die Arbeiter der Arbeiterklasse und die Partei der Arbeiterklasse schätzt ebenfalls eure Leistung und Bereitwilligkeit hoch ein und ist euch zu einem gewissen Dank verpflichtet, indem ihr dazu übergegangen seid, das Bündnis zwischen Stadt und Land tatkräftig zu unterstützen, womit ihr gleichzeitig die Arbeiter- und Bauernmacht stärkt und festigt. Euer Beispiel soll Ansporn sein für alle Betriebe und Produktionsgenossenschaft, soll Ansporn sein, alle Menschen unserer DDR von der patriotischen Pflicht zur Verschönerung unserer Heimat und Verbesserung der Lebenslage unseres Volkes zu überzeugen. Der in unserer Heimat seit 1945 begonnene Aufbau hängt von dem Bewusstsein der Patrioten ab, der aber nur zu Erfolg führen kann, wenn ein jeder Werktätige erkennt, dass alle geschaffenen Werte und Errungenschaften in unserem Arbeiter- und Bauernstaat sein Eigentum sind. Wenn alle Werktätigen so handeln im nationalen Aufbauwerk
wie ihr es heute an diesem Objekt zeigt, womit ca. 30.000 D-Mark eingespart werden und unsere Arbeit und Bauernmacht die Möglichkeit hat, diese Mittel für andere Bauvorhaben zu verwenden. Dann weiß ich, dass sich unsere Heimat in eine Heimat verwandelt, die Heimat verwandelt, in der es sich lohnt zu leben, in der es sich lohnt zu kämpfen. Aber eine ganz besondere Achtung bei der Durchführung dieses Wasserleitungsbaus kommt euren Kollegen Lorenz zugute, der es verstanden hat, mit Hilfe der Betriebsgruppe von der Notwendigkeit der Wasserversorgung in der Gemeinde Kadewitz die Regierung und das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei zu überzeugen. Der Kollege Lorenz, der keine Arbeit zu viel war, um dieses Bauvorhaben zum vollen Gelingen zu bringen, hat mit diesem Vorhaben bewiesen, unter Beweis gestellt, dass er seine Kraft zum Wohl der Gesellschaft einsetzt. Genossen und Kollegen, werktätige Bauern, gehen wir an die Arbeit, so wie der Genosse Lorenz. Gebt der Gemeinde Kadewitz Wasser, schmiedet ein Band der Freundschaft, kämpft im Bündnis für ein einheitliches, friedliches, demokratisches Deutschland. Kämpft gegen EVG, gegen 50 Jahre Besatzung. Baut eine neue Heimat, die den Deutschen gehört, vorwärts zu neuen Erfolgen für Einheit, Demokratie und Sozialismus. Es wird jetzt unser Freund Weber, Vorsitzender der LPG, ein paar Worte zu uns sprechen. Liebe Kollegen und Kolleginnen, werte Anwesende, ich als Vertreter der LPG wollte ich noch einmal feststellen, dass es ohne die Initiative unseres Patenbetriebes und der Unterstützung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei noch nicht so schnell gekommen wäre, dass wir unsere Wasserleitung heute beginnen können. Wir als Genossenschaftsbauern und Bäuerinnen verpflichten uns als Dank durch bessere Arbeitsorganisation und neuere Methoden unsere Produktion zu steigern und damit beizutragen zur Verwirklichung des neuen Kurses. Und nun unsere Genossin Bürgermeister Kapitzki. Werte Kolleginnen und Kollegen, dadurch, dass unsere LPG durch die Hilfe des Patenbetriebes Wasser erhält, erhält auch die Gemeinde Kadewitz eine Zapfstelle. Dadurch ist uns eine ganz besondere Sorge genommen worden, die Sorge um das Löschwasser in Kadewitz. Wir haben jetzt eine Löschwasserstelle dadurch in Kadewitz, oder wir erhalten dadurch eine Löschwasserstelle in Kadewitz. Und ich glaube, nicht zu viel zu versprechen, wenn ich Ihnen sage, dass die Einwohner von Kadewitz jederzeit werden bereit sein, mit unserem Patenbetrieb zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass das Problem Wasser so bald wie möglich gelöst wird. Und den Leitspruch Stadt und Land Hand in Hand zu verwirklichen. Selbstverständlich, liebe Freunde, hat ein Vertreter des Kreisrates auch uns etwas zu sagen. Ich will den Genossen Müller das Wort zu ergreifen. Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, wir stehen heute hier an einer Stelle, wo vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls Arbeiter aus der Stadt, Angestellte und die Einwohner der Großgemeinde Kadewitz selbst hier an dieser Stelle eine Wasserleitung gelegt haben. Die Gemeinde Kadewitz ist also nicht seit heute und gestern die Gemeinde unseres Kreises ohne Wasser. Die Einwohner werden noch wissen, welche große Anstrengungen es gekostet hat, hier diese große Anlage zu errichten. Und jeder und vor allem die Einwohner von Kadewitz
wissen, welche unbereuere Bedeutung dieses wichtige Element, nämlich Wasser, für einen Haushalt, für einen landwirtschaftlichen Betrieb oder, wie zuletzt die Kollegin Bürgermeister Kapitzki von Gradewitz ausführte, für die Löschwasserversorgung hat. Nur derjenige kann die Bedeutung des Elementes Wasser richtig erkennen, der Monate oder Jahre lang um dieses Ding gekämpft hat. Es ist heute hier von meinen Vorrednern schon zum Ausdruck gebracht worden, dass sich das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei maßgeblich neben der aktiven Unterstützung eures Patenbetriebes eingeschalten hat, dass es jetzt möglich ist, hier euch diese Wasserleitung zu bauen. Kollegen, ich hatte Gelegenheit, vor nicht allzu langer Zeit mit einer Delegation in Westdeutschland zu weilen. In Westdeutschland baut man auch. Aber in Westdeutschland baut man Fabriken, um Kriegsmaterial zu produzieren. Und in Westdeutschland hilft kein Arbeiter aus der Stadt, den werktätigen Bauern und Landarbeitern ihr Los draußen auf den Dörfern zu lindern. Und wir können mit Freude feststellen, dass in unserer antifaschistisch-demokratischen Ordnung in der Deutschen Demokratischen Republik gerade jetzt bei der Schaffung der Grundlagen des Sozialismus unsere Arbeiter aus den Industriebetrieben herauskommen auf das Land und unseren Menschen auf den Dörfern zu helfen, ein neues Leben aufzubauen, eine neue Kultur zu schaffen und ich möchte sagen, eine Revolution auf dem Dorfe durchzuführen. Und Kollegen, diese großen Leistungen, die wir bereits in unserer Deutschen Demokratischen Republik vollbracht haben, die noch uns vor uns stehen, können wir nur gemeinsam leisten. Unsere Genossenschaftsbauern, unsere werktätigen Einzelbauern und unsere Arbeiter aus den Industriebetrieben. Und wenn wir alle gemeinsam an einen Strang ziehen, dann wird der Wahlspruch von Frieda Hockauf zur Wirklichkeit, nämlich so wie wir heute arbeiten, so werden wir morgen leben. Und mit diesem Spruch wünsche ich euch für die Ausführung des Baues der Wasserleitung im Auftrag des Rates des Kreises viel Erfolg. Liebe Freunde, wir haben von einer Feierstunde gesprochen und wir wollen auch nicht große Reden halten. Wir kommen jetzt zu dem denkwürdigen Moment, wo symbolisch ein junger Pionier den ersten Spatenstich tun wird. Wir wollen damit demonstrieren, dass in der Jugend unser Schaffen erkannt hat und sich auch in der Zukunft nicht mehr missbrauchen lassen wird für imperialistische Kriegsziele. Ich bitte dich also, mein lieber Freund, nimm den Spaten und du den ersten Spatenstich zur Wasserleitung. Als junger Pionier tue ich den ersten Spatenstich. Wir jungen Pioniere verpflichten uns, den älteren Kollegen nachzukommen. Wir wünschen dem Werk viel Erfolg und viel Gelingen. Liebe Freunde, wir sind damit am Ende unserer Feierstunde. Wir gehen nicht nach Hause, wir feiern auch nicht, sondern jetzt frisch ans Werk, die erste Schicht beginnt. Ich hatte doch die Elfe schon. Ne? Kommen Sie mal hierher mit Hacke und Schaufel. Guten Morgen. Ja, Langer hier. Langer. Hackt ihr um. Geht das mit. Was ist der Besuch?